Moin, wie ihr seht, habe ich heute mein erstes Car-Shooting. Dodge Charger SRT und so eine Art kleines Hybrid-Shooting mit dem Inhaber des Fahrzeugs. Den habt ihr im Intro schon gesehen, das ist Sebastian. Und wir machen so ein bisschen so eine Mischung aus Autoshoot und Porträt. Ja, viel Spaß beim Zugucken. So, mit dem Filter hier kann man tatsächlich ein paar Spiegelungen rausnehmen. Mein Vergangenheits-Ich spricht hier von Spiegelung rausnehmen. Ich habe einen Polfilter drauf. Das ist im Grunde ein Filter, der, wenn man ihn in verschiedene Richtungen dreht, polarisiertes Licht rausfiltert. Damit kann man Spiegelungen in Oberflächen vermeiden. Oh, das ist so ein schönes Auto. Ja, total. Ja. Ich finde es bei Shoots immer ein bisschen schwierig, sowohl zu fotografieren und in diesen Creative Flow reinzukommen, als auch dann nebenbei noch sich zu unterhalten. Bei Porträts finde ich es ein bisschen einfacher. Bei solchen Sachen hier ist es schon echt eine Herausforderung. Das sieht mal ein bisschen professioneller aus hier. Mit dem Licht? Und von oben, also von oben fotografieren. Kein Mist, aber ich nehme eine Trittleiter zum nächsten Shoot mit. Also meiner Traumautos hier. Ich habe ja die 70 bis 200 mm Linse drauf und ich finde, es hätte ein bisschen weiter sein können. Ich hatte noch einen 35er mit im Auto, aber ich habe das Foto nicht nochmal gemacht. So, hier gehen wir über zu so ein paar Porträtsachen. Normalerweise rede ich mit den Models mehr, nur Sebastian wusste einfach, wie man posiert. Er hat schon mehrfach gemodelt und ich musste tatsächlich relativ wenig machen, relativ wenig sagen. Falls ihr jedoch Leute fotografiert, die das noch nie wirklich gemacht haben oder vielleicht nicht so häufig machen, immer mit denen reden, das ist super wichtig, sonst fühlen die sich sehr schnell eingeschüchtert. Diese POV oder Point of View, Videos sind irgendwie für Porträt weniger geeignet, weil ich dann meistens durch den Sucher gucke und nicht auf dem Bildschirm. Also habt ihr von dem ganzen Shoot eher nur meine beiden Oberschenkel drauf. Noch ein Tipp, wenn man Männer fotografiert, am besten positionieren die sich so, dass sie ein bisschen die Arme am Körper haben, sodass die ein bisschen größer gedrückt werden. Ich meine, Sebastian hatte nun Muskeln, aber für jeden anderen sieht das dann immer ein bisschen muskulöser aus. Bei Frauen ist es genau andersrum, da sollte man das nicht machen. Halten. Wir haben nochmal den Ort gewechselt, dann noch ein paar Fotos gemacht. Das Video ist nicht so viel geworden, deswegen lasse ich das mal weg. Hier ist eine kleine Slideshow. Vielen Dank schon mal fürs Zugucken.